Hallo, der Trimax hier. Heute gibt es wieder ein Turnierfinale. Und zwar ist das der Warm-Up Cup für die kommende Fortnite-Weltmeisterschaft. Nächste Woche geht's schon los. Da werden wir uns jede Woche die Qualifikation reinziehen. Und nur für die Qualifikation wird jedes Wochenende schon 1 Million $ Preisgeld vergeben. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Heute schauen wir uns noch das letzte Warm-Up-Ding an. Aber auch hier gibt es schon wieder 500.000 $ Preisgeld. Das Ganze ist aber sehr stark gestaffelt. Ich würde sagen, das lese ich mal vor. Das Platz 1 Duo bekommt 5.000 $ in Europa. Platz 2 4, Platz 3 3, Platz 4 2.500. Alles noch schön gestaffelt. Top 10 bekommt noch 1.000. Und dann geht das runter bis Platz 500. Selbst Platz 500 bei den Duos, was irgendwo dann auch machbar ist, bekommt sogar noch $300 als Duo. Okay, das sind hier die Punktverteilung, das sind wie immer die gleichen. Ich denke jetzt auch, das ist jetzt das finale System, das wird so auch in der Fortnite-Weltmeisterschaft passieren. 10 Punkte durchs Ranking maximal und ein Kill, ein Punkt. Ganz einfache Sache. Wir springen in die ersten Games und schauen mal, wer sich da alles qualifiziert hat. Okay, wir sind im ersten... Ja, ich will nicht sagen Late Game, weil noch über die Hälfte der Leute leben. Wir schauen bei Kalk mit rein. Storm Surge ist schon aktiv. Einige deutsche Pros haben sich nicht geschafft zu qualifizieren für Europa, haben es dann aber geschafft, in Amerika sich zu qualifizieren. Und da gibt es einige Teams, was ich sehr interessant finde. Wir warten ja alle auf die Fortnite-Weltmeisterschaft. Wer wird da, welcher Kontinent wird da öfter gewinnen, in den Top 10 vertreten sein? Amerika oder Europa oder sonst woher? Dadurch, dass es jetzt, also jeder, der sich auch in Europa qualifiziert hat, hat es dann zusätzlich auch noch geschafft, sich in Amerika zu qualifizieren, mit einem teilweise 100er Ping. Das spricht auf jeden Fall schon für einen kleinen Skillunterschied, was ganz interessant sein könnte. Was sind Leute noch im Leben? Top 15. Da nimmt er 3 Punkte mit. Sauber! Ein Kill, ein Punkt. Dafür, dass er alleine ist, nicht verkehrt. Ist natürlich die erste Runde. Aber jetzt hier schon mal ein paar Punkte mitzunehmen. Entweder wieder 3 Stunden oder 10 Games wird gespielt. Die besten... Oh, schön. Schön! Sauber! Richtig gut gemacht. Top 10, wieder 2 weitere Punkte. Materialien, 240 Stein noch. Es laggt, Digga, es laggt komplett. Kommt Damage rein, Gegner ist unter ihm gewesen. Ein Hit, immerhin. Gegner kann sich jederzeit zu ihm runter editieren, da muss er aufpassen. 6 Leute noch am Leben. 9 Punkte hat er schon hier aus der ersten Runde. Zone wird immer kleiner. Ersten Schuss abgewehrt. Das macht er gut, er kämpft hier gegen beide Leute gleichzeitig. Aber jetzt, nee, über ihn, überall. Nee, was soll er machen? So, schnell bei Razoru reinschauen, sagt ihr. Gestern auch gemacht. Dann machen wir das doch. 4 Leute noch am Leben. 13 Punkte haben sie schon. Noch, oder? Ja, stinkt die. Er kriegt Damage und er hat nicht viel Leben. 35 HP, Zone kommt. Gegner am Highground. Schön. Hab ihn. Alter, da hat er ihn gerettet. Da wird auf ihn geschossen. Er hat Leben bekommen. Ich bin halt 1 HP, ne? Ich darf nur nicht sterben. Ja, Greenstock ist One-Shot. 2 gegen 1. Gegner hat Highground, Greenstock ist One-Shot. Er ist ja noch in High. Kannst du ihn sprayen? Ne, gerade nicht. Ich kann ihn gleich sprayen. Ich bin ganz unten, ne? Ich bin ganz unter dir. Kriegen sie das hin? 90, ich hab ihn schöner, 90. Das schöner Hit, richtig stark. Ist nur noch er. Ja, ich bin ultra weit unten. 2 gegen 1, aber im Lowground. Ja. 2 gegen 1 im Lowground. Ich bin mit dir. Über uns, über uns. Komm, 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 komm. Oh, Gegner baut stark. Er ist outside zone. Ich bleib in zone. Nice. Alter, das war nochmal spannend. Es war zwar ein 2 gegen 1. Diese drecksverhurte. Aber. Scheiß Blue MC. Aber Gegner hatte Highground und Greenstock war echt low. Sehr stark. Alter, 18 Punkte, erstes Game. Lecker. Jetzt Camo zuschauen. Oh ja, Camo absolut late Game. Auf die habe ich richtig Bock. Camo und Issa. So oft. So stark gespielt. Das gehören das beide zu den besten Controller-Spielern der Welt. Jetzt können wir den endlich mal wieder zuschauen. Ja? Low. Guter Hit. Let's go! Ja, komm. Komm. Nice. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr gut. Bleach und er ist alleine. Sein Mate ist down. 6 Punkte haben sie bis hierhin. Er ist auf jeden Fall schon mal krass, hier mitzuspielen. Aber dann jetzt hier nochmal so viele Punkte mitzunehmen. Hier kam gerade noch die Frage auf, darf Mongral überhaupt mitspielen wegen des Alters? Oh, der hat das schön bekommen. Ja. Bei der WM, es war sonst immer so ab 16, bei allen Skirmishes und die ganzen Dinger. Oh, what the fuck?
Alter! Ja, wieder runtergeschossen. Connecte da nochmal. Alter, das ist derbe gut. Bei der WM kann man jetzt mitmachen ab dem Alter von 13 Jahren, wenn man einen Elternzettel dabei hat, wenn die Eltern das erlauben. Ich meine, man kann dadurch als 13-Jähriger bis zu 3 Millionen Dollar auf dem ersten Platz gewinnen. Gut, Alter, what the fuck? Ich habe eben noch gelacht, als Nitu meinte, er hat noch ein Ass im Ärmel. Jetzt schauen wir den hier zu, der rasiert hier alleine durchs Late Game. Jeder Punkt ein Kill, was ist denn da los? Hat man jemanden einen Link von Bleach? Oh, da ist er schon. Sehr stark, Prex. Nochmal rein spammen. Alle mal rübergehen, Follow da lassen. Das sieht gut aus. Oh, jetzt ist die Zone da. Da kommt noch ein Baller, wie nervig. Er ist wieder drin. Der gibt hier einfach Damage rein, ne? Der gibt hier den Leuten Damage, als gäbe es keinen Morgen. Schöner Sidejump. Zwei solide 90s wieder eingebaut. Erstmal Shotgun nachladen. 20 Leute noch am Leben. Er ist halt echt alleine. Ja? Alter, dann lässt sich noch einen mit. Das ist wieder ein Punkt, wenn der gefinisht wird. Krass. Wieso hatten wir... Ja, der ist down. Der wurde gefinisht. Nice. Den hat er. Wieso haben wir den vorher nie gesehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Der spielt ja offensichtlich einfach richtig nice. Ach, halt's Maul, Mann. Der schießt... Der schießt zwei mit der Heavy Sniper, beides mal trifft er, obwohl der Gegner sogar am Sprung ist. Der läuft ja einfach mit der Shotgun durch. Kann ihn denn niemand aufhalten? Jetzt geht er down. Jetzt geht er down. Aber richtig schön gespielt. Was? Amar hat es jetzt echt geschafft. Er ist von PlayStation Controller auf Xbox Controller gegangen, weil das der bessere Controller ist, weil der schneller ist. Hat todesviel geübt, hat auch seine Tasten neu belegt. Womit mehr Potenzial ist. Ich hätte ihn davon abgeraten, aber er hat es jetzt echt geschafft. Er war Top 40 Europa und hat direkt danach Amerika gespielt und war Top 10 Amerika. Okay. Das One-Shot. Alter. Sauber. Ich Alter, wie viel Damage. Mit einem grauen schallgedämpften MP? Okay. Er hat noch... Also, die Pistole, die nach oben schießen kann, der geht down sehr stark. Ich bleib low. Ich hab keine Mats. Warte, ich fieg ihn. Ich rutsch runter. Ich bin runtergerutscht. Alter, Mail ist da jetzt gerade mit der Waffe hochgegangen. Hoch in den Highground. Weißt du, was ich gemacht habe mit dieser Waffe? Ich bin high und gegangen, Wompam. Ich hab's gesehen, Digga. Schild. Alter, wie schnell das hier auf und zu editiert wird, ne? Von allen Seiten, Leute, 30 noch am Leben. Wunderbarer Hit. Also man sieht schon, dass sich der Sprung wirklich stark verbessert hat. 5 HP. 5 HP. 5 HP. Sauber. Ich hab keine Mats mehr. Ich komm nicht raus. Ich hab noch 186. Ich komm hier nicht raus. Oh mein Gott, der hat's nicht gecheckt. Nice. Das war Jona. War das dein ehemaliger Mate? Nee. Willst du mit Border spielen? Nee, ich kann nicht mit Border spielen. Alter, was ist los? Nice. Wie viele Punkte hat er, wenn der Anzeigebug nicht da wäre? Wie viele Punkte würde da stehen? Anzeigebug nervt extrem. 12 Leute leben noch. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das, was er hier spielt, ist gut. Einer ist noch nicht. Der wurde gefinisht. Top 7. Hat er White? Hat ihn. Oh, da geht er. Ich wusste es, dass da hinten noch einer kommt. Du musst wahrscheinlich ans runter. Leute, hol dich doch mit dem Minigun. Nein. Übrigens ist da noch einer. Es tut weh. Hast du Dings. 90 HP. Minigun ihn runter. Komm, Bro. Minigun. Kriegt er den? Oh mein Gott, geht in Highground. Nein! Du hättest Minigun durchziehen müssen. Ah, schade. Der unter dir, der kommt hier gleich raus. Mach den Bock jetzt auch nicht fett. Hab ihn gelasert, den hier? Hab einen. Ja, sehr schön. Aber würde halt nochmal zusätzlich... So eine kleine Belohnung. Rocket ihn einfach. Geht der down? Alter, die werden so gelasert. So, was wo kommt er denn her? Weiterer Punkt. Durch den Kill. Okay. 6 Leute noch am Leben. Isa und Kamu weiteren Highground. 43 Punkte jetzt. Und das ist halt so eine Runde, ne?
Davon hatten sie vorhin schon eine. Zweimal jetzt gerade mit Game down gegangen, aber jetzt, was sie hier spielen, ist wieder absolut nice. Wieso, wie können da noch 6 Leute leben? Wie klein ist denn die Zone, bitte? Geh runter. Nehmen wir. Du hast nicht mitgerüftet. Jetzt kriegen beide Schaden, das ist nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Ja, ich aus Versehen den Camo mitgerüftet. Camo schafft es mehr nach unten. Camo schafft es nicht mehr nach unten. Zweiter. Ich mit mir runter, das ist Ding. Ich wusste nicht, dass du auf meiner Ding. Ah, da hat er ihn runter editiert. Da kann der Rift mit schade. Kann ich entgehen lassen. Also, das war ja komplett geil. Der Bleach hat doch vorhin schon so ganz kranke Heavy sniped. Gib den Heavy Sniper in die Hand und fertig. Was er sich hier teilweise für Kills genehmigt. Die sind total gut. Ja, beide. Geil. Camo oder Camo. Oh, von der nein, vom Sturm. Platz 40. 600 Dollar. $600, das heißt $300 pro Spieler. Ist cool. Keine Frage. Aber da geht mehr bei den beiden. Sobald man noch nur ein paar Placements macht, kommt man ganz schnell. Ein paar Punkte können dann entscheiden, dass sie nicht. Oh, schöner. Oh, nice. Dann Respekt auf mich. Ich alles gut. Ich ist auch Minis. Nice. Alter, das machen sie richtig gut. 49 Punkte jetzt. Ich nehme den Rocket Launcher, ja. Hier kann jeder einzelne Kill, jeder einzelne überlebte Platzierung bares Geld bedeuten. 50 Punkte jetzt. Ist schon mal geil. Echt? Ist er einfach tot? Hat Redeploy. Ja, ist ihm egal. Noch einer. Wunderbar. Die wollen bauen. Gehen sie High Ground hin. Oh, nice. Der ja, gerade down gegangen ist. Wurde dann auch nochmal gefinisht. Sehr schön. Isa ist oben. Stark. Stark, was Kamo da macht. Shit. Ich muss runter, Bro. Oh, die Mets werden. Oh, nee, lieber nicht. Komm, geh nicht auf High Ground. Nimm die Place. Minzpunkte mit. Boah, das sind jetzt so wichtige Punkte, ne? Hab einen gelockt hier unten, Isa. Ich versuch's dann in den Mets zu holen. Aber ein komplett white. Oh, bekommen. Was? Oh, Rocket Shotgun instant kassiert. Isa jetzt alleine. Dieses mit Explosion etwas aufschießen und instant einen Shotgun hit. What? Ich hab den nicht gehört. Alter, scheiße. Egal, 58 Punkte ist geil. Mal gucken. Mach Safe Pepper. Sehr schön. Geh für High wieder. Alter, 16 Live, 14 Kugeln. Kugeln. Das sind 14 Kugeln. Kugeln. Das sind nur noch Kugeln. Es gibt keinen Spieler mehr. Geh einfach hoch, geh auf den Berg, geh auf den Berg. Fuck, Digga. Also Leute, mach Fortnite E-Sports ready. E-Sports ready in den Chat. Kugler sind balanced. Ja? Die sind einfach balanced. Die sind super. Die machen Spaß. Spannend zuzuschauen. Ja. Jeder Spieler ein Kugler. Wie schreibt das war GG. Baut sich wieder ein. Na, direkt auf meinem One-Bot. Ich hab einen genockt irgendwie. Ich weiß nicht mal wie. Ich auch nicht. Ich jobb runter. Wie hat er den denn genockt? Unten sind nur noch Baller. Schöner Hit, 121er. Für 120 Geld. Ja. Nochmal ein. Ne. Noch ein gekillt. Nice, was ist denn da los? Ich kann gerade nichts machen. Ich muss kurz Shield poppen, okay? Hab noch einen genommen. Holy shit! Nochmal minus 100. Dead. Krass! Da rein hier unten. Ja, geh dafür. Ach. Alter, Razor, du einfach immer noch eine absolute Bestie in dem Game. Oh Gott, wie viel Dynamit ist denn hier? 20er Hit nur! Gut reingesprayt. Läuft außen rum! Mega nice. Oh, ah, schade, da geht er down! Die wollen nicht. Alter, was? Schade. Was für ein Late Game. Okay, das Turnier ist durch. Preisgelder werden wie folgendermaßen verteilt. Wir gucken mal ganz kurz die Top 5 deutschen Teams raus. Da sehen wir auf dem 5. Platz Avid und Kalk. Mehrmals zugeguckt, immer wieder konstant ins Late Game gekommen. Sehr, sehr stark gespielt. Die bekommen $400 als Duo. Absolut nice. Dann als nächstes auf den Platz 62... Isa und Camo, drei absolut brutale Runden, muss man einfach sagen. Da haben sie, glaube ich, alle Punkte mitgenommen. Dann öfters mal im Early Game gestorben, sonst wären die heute hier viel weiter gekommen.
Die beiden bekommen als Duo $450. Auch sehr nice, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Gehört zum Favoritenteam. Heute war ja nur Warm-up. Nächstes Mal dann schon das richtige, die richtige Qualifikation für die WM. Das wird, ich hab da so Bock drauf, ne? Auch wenn wir gleich nach ganz oben gehen in den Rankings, da kriegt man so Bock auf die WM. Auf dem dritten Dero und Zwetschge, Platz 41. Das gibt insgesamt $500 Preisgeld. Sehr, sehr stark. Zweiter Platz, D-Rox und Item. Neunter? What? Wo kommt was? Also D-Rox kennen wir ja. Item? Und dann auf Platz 9 Europa? Krass. $1,250 als Duo. Also für einen Warm-Up-Cup? Mal eben so 1-2 mitnehmen. Schmeckt natürlich gewaltig. Glückwunsch dafür. Gar nicht mitbekommen. Und dann auf dem ersten Platz von den deutschen Teams. Ihr seht schon direkt. Ebenfalls mit 73 Punkten. Aber mit einer etwas besseren Performance. Alter, 5 durchschnittliche Kills. Absolut krass. Es ist Aqua und Nyrox. Nyrox ist ein Franzose. Aqua kennen wir. Ganz, ganz, ganz krasser Spieler. Auch gerade im Solo sehe ich ihn da ganz weit vorne als Favorit bei der kommenden WM. Dass er jetzt hier einen neuen Duo-Mate hat und schon wieder die Top 10 kommt. Absolut krass. $1,500. Heftige Leistung. Und dann hatten wir es wieder gesehen, ja, Mitro und Mongral hat letztes Mal Halbfinale und Finale gewonnen. Sehr dominant mit 4 Punkten Abstand. Zwischenzeitlich waren sie mit 20 Punkten Abstand Erster. Aber dann haben einfach Benji und Savage eine 22-Kill-Runde oder sowas rausgehauen auf dem ersten Platz. Unglaublich krank. 9 Games, 3 Wins. Durchschnittliche Kills 6,3. Das ist schon sehr beeindruckend. Das sind so die beiden absoluten Favoritenteams. Und wenn ich die Punkte hier sehe von den beiden, dann habe ich so Bock auf die WM, weil die konstant immer weit oben sind. Da wird auch die ganze Welt richtig Probleme haben gegen die. Das sind nicht nur die besten Europäer, sondern die besten Duos weltweit. Nur so aus Interesse. Was hat denn jetzt hier der erste Platz mitgenommen? Das interessiert euch doch sicherlich auch. Benji und Savage haben heute nur beim Warm-Up-Cup $5,000 ganz entspannt mitgenommen und Mitro und Mongral $3,000. Auch das schmeckt natürlich sehr. Schreibt eure Meinung zu diesem Warm-Up-Finale gerne in die Kommentare. Worauf freut ihr euch bei der WM am meisten? Und dann würde ich sagen, was das mit dem Video. Haut rein. Bonusinfo. Chef Strobel hat seine ersten E-Sports-Earnings bekommen. Absolut nice. Chef Strobel Platz 172 und er bekommt $350 als Duo. Glückwunsch.